Willkommen in der Wipplounge. Ich bin der Free Agent und zeige an dieser Stelle Gast-Replays von anderen Spielern. Heute begleiten wir Tank Noob in einem deutschen Tiger 2 Heavy Tank der Stufe 8 auf der Karte Prokhorovka in einem Standardgefecht. Wenn wir uns das Setup von Tank Noob angucken, hat er 17 normale Schuss mit, 19 Premium Schuss und 6x HE. Da hat er sich bestimmt auf ein härteres Match eingestellt als das, was er jetzt hat. Weil wenn wir uns die Teams so angucken, sehen wir auf jeder Seite 4 Achter, eine ganze Menge 7er und der Rest 6er. Wobei der Matchmaker das mit Tank Noob wohl gut gemeint hat und der Mannschaft gleich mal einen 7er mehr mitgegeben hat. Und dann wollen wir mal gucken, was die Mannschaft daraus machen kann. Das Team verteilt sich hier, Tank Noob nimmt die linke Seite, folgt der Su 100 M1, hat vorher noch versucht den Scouts zu sagen, wo er denn gerne einen hätte, das scheint hier nicht ganz so zu klappen. Der ELC als schnellster Scout fährt lieber in die Mitte und versucht darauf zu scouten. Da hadert der Tank Noob ein bisschen mit. Aber was soll's. Manchmal tut das Team halt nicht das, was man gerne hätte. Da bricht auch ein Kamikaze-Scout der Gegner durch. Der fängt sich gleich eine. Das ist immer eine blöde Idee als Scout, einfach so durchzuziehen und da ist er auch weg. So schnell kann das gehen. Ein Scout minus auf der Gegnerseite. Und Tank Noob kann in Ruhe weiter zu seiner Position. Da geht der T59 auf. Der guckt, bleibt stehen. Na, vielleicht kann er ihn erwischen. Und tatsächlich ein schöner Glückstreffer in die Birne. Damit weiß der T59 gleich mal, dass er ein Stück zurück sollte. Tank Noob kann weiter in Richtung Position, wo er hin möchte. Jetzt versucht der ELC vorne zu scouten. Das geht natürlich voll in die Hose, weil wenn man erstmal so offen ist, kann man so schräg da garantiert nicht mehr hinfahren. Da kriegt man vom ganzen gegnerischen Team, das da steht. Das hat der ELC jetzt auch gemerkt und fährt erstmal zurück wieder in die Mitte, von wo er auch gekommen ist. Der T29 ist hier offen. Tank Noob schießt drauf, aber der scheint so gut zu stehen, dass da nichts geht. So, nun haben wir jede Menge Ziele. Da ist der Jagdtiger 88. Der kriegt auch gleich erstmal einen verpasst. Das war der zweite Schaden, aber Tank Noob geht auf. Jetzt gibt es Beschuss aus allen Rohren. Der T29 kommt nicht durch. Der Typ 59 revanchiert sich für den erhaltenen Treffer. Gott sei Dank konnten die anderen nicht wirken, sodass es hier sehr wenig Schaden am Tiger 2 gab. Das ist auch gut so. Da kommt der T150 ein wenig unvorsichtig hoch. Das wurde gleich bestraft von Tank Noob, also zurück wieder in Deckung. Der wird da nicht mehr so schnell hochfahren. Und nun hat Tank Noob erstmal wieder kein Licht, weil die Scouts sich nicht dorthin bewegen, wo sie hin sollen. Der ELC, den hat es erwischt. Sein zweiter Scout, der T21, steht noch hinter ihm. Da wird er bestimmt ganz viel scouten und da kann Tank Noob ganz viele Ziele bekommen. Nun versucht Tank Noob den T21 dann doch mal aufzufordern, was zu spotten. In der Zeit geht der Tiger P auf, weil er zu nah dran ist am Tank Noob. Das bestraft Tank Noob auch gleich, gibt 276 Minus für ihn. Also zurück mit dir, Marsch, Marsch. Nochmal zum AT7 rüber geguckt, dort geht nichts, der Typ 59 steht auch zu tief. Und der T21 bequemt sich jetzt zum Scouten auf eine der blödesten Ideen, die man haben kann, nämlich übers offene Feld. Wie er das überleben will, weiß wahrscheinlich er selber nicht so ganz. Jetzt deckt er die Gegner auf, die werden wie blöd auf ihn schießen. Aber er hat es tatsächlich geschafft. Tank Noob hingegen versucht mal den gegnerischen Scout loszuwerden. Setzt die an, schießt aber an ihm vorbei, der ist auch nicht so leicht zu kriegen, die kleine Kakerlake. Nun ein zweiter Versuch, wenn er nachgeladen hat. Aber da geht das Ass zu. Er schießt trotzdem mal mit einer schönen Vorhalte und schafft es tatsächlich, den AMX 12T rauszunehmen. Jetzt sind die Gegner eigentlich auch ohne Licht. Der Tiger P ist nochmal vorgekommen. Ein Blindschuss da auf die Schnelle hin. Das hat nicht geklappt. Nachladen. Jetzt kann er auf den Tiger 1 in Ruhe anlegen. Aber auch da verschwindet die Kugel im Nirvana. Manchmal wundert man sich wirklich, warum man nicht hinkommt an den Gegner, aber was soll's. Der T21 steht da tatsächlich noch mit 98 Punkten und muss jetzt beschützt werden. Das tut Tank Noob hier auch. Schießt auf den Tiger T, damit er bloß zurückfährt. Nun muss er mit aller Kraft versuchen, seinen Scout am Leben zu halten, sonst fehlt ihm da vorne nämlich wieder Licht.
Der Tiger P will ja aber anscheinend nicht nochmal hochkommen. Doch, da guckt er nochmal raus und auch da kriegt er gleich wieder eine. Jetzt hat Tengen sich mittlerweile 893 der Punkte von ihm geholt. Da steht der T150 von vorhin wieder schön mit der Seite und bestraft und der Freund aus dem Team holt ihn raus. Der T29 steht immer noch so blöd in der Senke, dass er ihn nicht erwischt. Typ 59 steht auch zu tief und da verliert er wieder einen Scout. Jetzt ist wieder Licht. AD. T29 kann nach wie vor nicht beschossen werden. Und nun sind alle Gegner zu. Keine Scouts mehr vorhanden. Hinter ihm die Sechser glauben auch, sie sind wichtiger als der Top-Tier. Bleiben also auch schön brav hinter ihm stehen. Der KV-1S macht keine Anstalten, vielleicht mal vorzufahren. Auch der KV-3, der hinter ihm steht, will nicht. Was tun? Den T-59 unter Beschuss nehmen. Diesmal klappt das nicht. Das wäre schön gewesen, wenn er den an der Ecke rausgenommen hätte. Dann hätte er die Ruhe gehabt von rechts. Geladen! Nun steht er da. Und steht und steht. Jetzt fasst er sich ein Herz und sagt sich, wenn ihr alle nicht wollt, Pech gehabt, dann muss ich halt mit meinem Heavy selber die Arbeit machen. Also vorgerückt, so wie der T21 hätte vorher vorrücken sollen. Schön hier durch die Senke, damit er nicht zu früh Beschuss bekommt. Sagt seinem Team noch Bescheid, wo er denn hin will, wo er gleich Hilfe braucht. Und dann kann er nur hoffen, dass dieses Team ihm dort auch behilflich ist, weil momentan haben die noch nicht viel geleistet. Da ist der Tiger P von vorhin, den nimmt er jetzt auch raus, damit hat er sich 1189 seiner Punkte geholt. Hier achtet er schön rechts immer auf den Typ 59 und da geht der T34-3, der Japaner, auf. Oder ist ein Chinese, ich weiß es nicht so genau, irgendeiner aus der Richtung. Den versucht er jetzt von der Seite zu beschießen, das klappt auch. Mittlerweile ist die normale Munition alle und er muss mit der teuren Premium-Munition rumher schießen. Der Tiger 1 schießt auf ihn, der Jagd-Tiger 8-8, beide scheitern sie an der Panzerung. Tiger 0, Tank Noob hat nun genug von dem 34-3, nimmt auch den raus und sieht jetzt, dass der Jagdpanther den Comet von ihm bedroht. Schaut mal hoch, wie der steht schön seitlich zu ihm, also reingedrückt, 287 Schaden, dabei ist er entdeckt worden, bekommt hier an der Stelle aber keinen Beschuss, weil er einfach zu tief steht, also wieder vor, das Ganze nochmal, der Schuss geht wieder daneben, das muss auch so sein, aber die Nachladezeit mit knapp 9 Sekunden ist gut, das reicht. Jetzt hat er den Jagdpanther weg und der Comet lebt noch. Der Tiger 1 versucht auf Tanknub zu schießen, das klappt nicht. Der 8-8er hat genug, der zeigt ihm die Seite, aber ein Verbündeter ist schneller und nimmt den raus. Hier bekommt er jetzt reichlich Beschuss von Tiger, von IS, von dem T29, der da hinten noch steht. Jetzt wird es auch kritisch, jetzt kommt der Tiger 1 nämlich durch. Jetzt muss er den schnell rausnehmen, aber der schafft es noch einen Schuss anzusetzen. Jetzt hat er nur noch 565 HP, das ist nicht viel. Und nun muss er aufpassen, dass er nicht doch irgendwo von den Gegnern rausgenommen wird. Da geht der T29 und die IS auf. Jetzt ist er auch endlich so weit, dass er den T29 unter Beschuss nehmen kann. Trifft, der T29 schießt elegant daneben. Nochmal angelegt und raus mit ihm. Der T29 hat wohl auch gedacht, er ist unverletzbar. Typ 59 steht schön weit weg, da gibt es keine Gefahr, also kann er sich in Ruhe der IS widmen, schießt und nix. Die IS Gott sei Dank hat auch keinen Schaden gemacht. Jetzt gucken wir mal. Ach, er hat ihm wenigstens die Kette weggenommen, sodass die IS nicht weg konnte und dementsprechend hat er die jetzt rausgenommen. Nun ist nur noch der Typ 59 da, der hat lange überlebt. Ist so dankbar und zeigt ihm die Seite. Das angebotene Tank gerne an und nimmt ihn raus. Und damit sind die Gegner weg. Mit diesem Spiel konnte sich Tank Noob die Redmi Waters Medal sichern. Die bekommt man für 8 oder 9 gegnerische Abschüsse. Eine Stahlwand, weil er doch sehr viele Schüsse bekommen hat, die keinen Schaden angerichtet haben. Großkaliber, den Krieger und er konnte den Tiger 2 mastern. An Damage, wie wir sehen, hat er 5212
Bei 8 Abschüssen gab das eine Basiserfahrung von 1655. Wenn man sich die Schadenspunkte mal so anguckt, mal von den ganzen Nullergebnissen abgesehen, hat er mehr als das Doppelte als der Zweitplatzierte. Das ist doch eigentlich schon sehr traurig für die anderen. Für ihn war es ein gutes Spiel, er hat 31 Schuss abgegeben, 26 haben davon getroffen und 23 haben Schaden angerichtet. Die Gegner hingegen haben 15 Mal auf ihn geschossen, 6 Mal haben sie ihm Schaden zugefügt, aber auch 9 Mal keinerlei Erfolg gehabt. Insgesamt hat seine Panzerung 2420 Schadenspunkte abgefangen. Liga sei Dank, hier beweist sich wieder deutsche Wertarbeit. Durch seine Aufdeckung, weil er die Arbeit der Scouts gemacht hat, konnte er dafür sorgen, dass 2254 Schaden an den Gegnern gemacht wurden. Die Schadenswert hätten lieber mal die Scouts sich sichern sollen. Unterm Strich hat er 84.976 Credits verdient, aber durch die Reparatur, durch die Munitionsauffüllung und das Benutzen des Repair Kits bleibt hier ein Minus von 10.282 über. Da ist halt die Premium-Munition doch sehr teuer. Durch die 2482 Grunderfahrung, die er erhalten hat, und das Event, was ihm einmal 5 eingebracht hat, hat er die sagenhafte Summe von 12.410 Erfahrungspunkte sichern können, was ihn doch einen ganzen Schritt weiterbringt zum E75. Ich hoffe, euch hat das Replay gefallen, dass ihr Spaß hattet, vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle gesehen habt, was man nicht machen sollte, und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Jagd.